Die Elbe Richtung Bergedorf. In ihrer Nähe befindet sich der Ort Kartener See als ehemaliger toter Flussarm. Hier ist der Windsurfing Club Hamburg ansässig. In dieser Surfschule fand am Wochenende 4. bis 5.7. ein Surfkurs statt. Dieser Surfkurs wurde organisiert vom International Center der Universität Hamburg beziehungsweise von dort geförderten Leistungsstipendiaten. Es handelte sich um ausländische Studierende aus aller möglichen Herren Länder, die hier mehr oder weniger zum ersten Mal in Kontakt mit der Sportart Windsurfen gekommen sind. Es war nicht immer leicht zu finden, das Ort Kartener Ufer liegt relativ versteckt. Ja, abgewickelt wurde der Kurs von Trainern der Windsurfing-Schule Hamburg. Teilweise waren die Studenten dabei derartig motiviert, dass sie wirklich Schwierigkeiten hatten, ihre Motivation zügeln zu können. Die Tätigkeiten während des Kurses stellen praktisch ein Rundumprogramm in Sachen Surfen dar. Also von Wassergewöhnung, was in erster Linie die Funktion der Gewöhnung an Nässe und Kälte hat, also insbesondere wichtig für die Kursteilnehmer, die mit Wassersport so in der Regel keinen Kontakt hatten oder bis zum Zeitpunkt noch keinen Kontakt hatten, über die richtige Handhabung des Materials, Transport der Bretter, Zusammenbau der Bretter und schließlich dann auch ja, der Beginn des Surftrainings. Gerade unsere Studierenden, wir haben unser Projekt Windsurfing für Beginners ins Leben gerufen und unsere Studierenden, 16 Teilnehmer, sind gerade im Wasser und starten an mit dem Surfingkurs. Wir haben zwei Trainer bekommen und haben daran organisiert das Ganze. Ich bin Leistungsstipendiatin. Die Studierenden, ausländische Studierende, die gute Leistungen haben, bekommen Unterstützung und Förderung vom Staat Hamburg, genau gesagt vom Senat Wissenschaft und Forschung. Herzlichen Dank denn. Und die ausländischen Studierenden bekommen die Leistungsstipendium für ein Jahr und sie haben herausragende Möglichkeit, diverse und kulturelle Projekte ins Leben rufen. Eine von denen ist Windsurfing for Beginners oder Windsurfing für Anfänger. Das gilt für das Programm und für dieses genaue Programm für Windsurfing bekommen wir von der AAD. Veranstaltungen bringen nicht nur Spaß, sondern auch deutsche und ausländische Studierende zusammen. Zum Beispiel Windsurfing für Beginner, sie kommen aus der ganzen Welt. Wir haben aus Brasilien, wir haben aus Russland, aus England, Ukraine, dann haben wir Norwegen, haben wir auch aus deutsche Studierende haben wir auch und auch aus Japan. Organisiert wird die ganze Geschichte, wie gesagt, vom International Center der Universität Hamburg. Dort werden Leistungsstipendien an besonders begabte Studenten vergeben. Und im Rahmen ihres Stipendiums müssen diese Studenten eine Tätigkeit von 4 Stunden pro Woche ableisten. Also es handelt sich dabei um eine Aufgabe im Rahmen des Stipendiums. Und ja, man kann halt 4 Stunden pro Woche, was weiß ich, Englischkurse geben oder so, sich irgendwie sonstig engagieren. Oder man kann halt auch das Ganze in Form eines Blog-Seminars abwickeln und einen Surfkurs organisieren. Ich heiße Inna und dann ich nehme an diesem Kurs teil, weil ich wollte schauen, wie es ist und das war ganz interessant für mich. Ja. Ich habe probiert einmal so ein bisschen auf dem Brett zu stehen, aber so ich habe keinen Kurs vorher gemacht, nichts. Das ist für mich so ganz neu. Bei den Teilnehmern muss es sich hierbei nicht unbedingt um Leistungsstipendiaten handeln. Es können auch ganz normale Studenten sein. Und die Trainer, wie gesagt, sind ganz normale Trainer der Surfschule Hamburg. Viel gemacht, ne? Aber alle ganz lieb und artig bis jetzt. Genau, noch wurden die Talente nicht getestet, aber doch, eigentlich haben sich alle ganz gut auf dem Wasser gehalten und wir sind doch sehr zufrieden. Ich habe das schon anderes erlebt. Das ist halt ein ganz interessantes Projekt, so einen international besetzten Kurs zu durchzuführen. Also für uns als Surfclub ist es das erste Mal. Für mich als Surftrainer ist es das erste Mal. Ich bin selber Student, das finde ich, das ist ein super Projekt. Wenn es, wovon ich ausgehe, dass es erfolgreich sein wird, würde ich es gerne natürlich. Immer mal ab und zu Verständigungsprobleme, aber bis jetzt noch nichts Gravierendes. Also von daher, ich muss auch noch nicht so viel Englisch reden. Gott sei Dank. Ist mal eine Herausforderung, als immer nur deutsche Kurse zu geben und macht Spaß.
Man kann ja auch nicht nur surfen. Vor dem Gebäude ist beispielsweise auch ein Trampolin aufgebaut. Der Kurs an sich gestaltet sich wie ein normaler Sportkurs. Also die beiden Trainer zeigen die grundlegenden Techniken und die Schüler versuchen, die Techniken dann halt selber umzusetzen. Was eine Schwierigkeit bei diesem Kurs dieses Wochenende dargestellt hatte, war die Tatsache, dass der Wind wirklich sehr schwach war und dass man im Grunde eigentlich zwar nichts falsch, aber auch nichts richtig machen konnte. Es ist einerseits für Anfänger natürlich sehr von Vorteil, wenn der Wind nicht sehr stark ist und bei der Umsetzung der doch relativ komplexen Technik erschwert, aber andererseits kann man bei diesen Windverhältnissen weder, wie gesagt, irgendetwas falsch oder etwas richtig machen. Also ein bisschen mehr Wind wäre schon nicht schlecht gewesen. Vom sportlichen Standpunkt aus betrachtet kann man sagen, der Vorteil bei diesem Kurs oder beziehungsweise das Ergebnis ist höchstwahrscheinlich, dass man überhaupt mal mit dem Material in Kontakt gekommen ist, dass man, wie gesagt, ein Gefühl für das Brett bekommen hat, dass man gelernt hat, wie man das richtig aufbaut und dass man, wenn man das nächste Mal mit Surfen in Kontakt kommt, schon auf einem, wie soll ich sagen, einem höheren Niveau einsteigen kann und nicht die gesamte Einführung nochmal wiederholen muss. Der Hauptzweck bei diesen Veranstaltungen ist natürlich immer derjenige der Gruppendynamik. Aber trotzdem, also vom sportlichen Aspekt her kann man sich die Frage stellen, ob Windsurfen in Hamburg überhaupt irgendetwas abzugewinnen ist. Es wäre wahrscheinlich schon wesentlich interessanter gewesen, einen derartigen Kurs doch auf dem offenen Meer durchzuführen. Wäre wahrscheinlich auch schwieriger und komplizierter gewesen, weil dort nicht derartig anfängergerechte Bedingungen vorherrschen, aber auf jeden Fall wäre es eine doch größere Herausforderung gewesen. Nicht so wirklich die Action, die man sich erwartet. Wenn man es nicht drauf hat. Marcela, I come from Mexico and I'm studying industrial engineering. I've never practiced surfing before. It's really nice, it's really entertaining, it's cool and it's fun. Naja, immerhin. Hinterher wurde dann noch zusammen gegrillt und ein bisschen was getrunken. Natürlich wurde nichts getrunken, Entschuldigung. Aber insgesamt war es doch schon eine lohnende Veranstaltung.